Hallo zusammen, hier ist Atlant und Arin. Und heute mit dabei ist auch noch Melissa und der Manu. In der heutigen Folge gehen wir unter den Boden. Aber Papi, unter dem Boden ist ja nur Erde und Tod und braune Erde. Was ist denn da so spannend? Nein, überhaupt nicht so. Der Boden, im Boden leben Milliarden von Lebewesen. Können wir die auch unter dem Mikroskop anschauen? Ja, das machen wir, aber zuerst tun wir ein paar Unterhosen vergraben. Okay! Die Unterhosen vergraben wir jetzt hier im Boden. Papi, aber was bringt das? Es ist ja nur eben, es sind ja Bodenlebewesen drin, aber die fressen das halt und jetzt? Ja, eben, die Bodenlebewesen fressen das. Und jetzt? Das ist reine Baumwolle und darum fressen die das. Also die, wie wenn da ein Blatt auf den Boden geht, Blätter vom Baum. Bauen das ab, fressen das auf und machen neue Erde daraus. Und diesen Prozess können wir an dieser Unterhose demonstrieren. Wollen wir sie vergraben? Ja! Okay, legt los! Pudeln! Jetzt musst du schauen, dass der Saum muss genau Boden neben sein, dass man sie auch wieder findet, die Unterhose. So, der Manu hebt. Und die anderen buddeln wieder zu, weil es wieder Erde mit der Hand? Oder mit der Hand oder mit der Schaufel? Vielleicht jetzt mit der Hand. Wenn ihr die Unterhose eingraben habt, dann müsst ihr sie markieren mit einem kleinen Stäckchen, mit einem kleinen Bambusstäckchen zum Beispiel. Und ihr müsst das Datum in eurem Forschungstagebuch notieren, dass ihr wisst, wann ihr sie eingraben habt und wann ihr sie wieder ausgraben müsst. 2 Monate später. Wieso denn Unterhose oder keine Socken oder Pullover oder so? Man kann es ehrlich gesagt mit allen Kleidern machen, die aus 100%iger Baumwolle bestehen. T-Shirt ist einfach ein bisschen gross, oder? Dann musst du ein riesiges Loch buddeln. Unterhose ist schön klein, die kann man mit einem kleinen Loch gut verbuddeln. Und es ist auch noch mega lustig, wenn man am Schluss eine verlöcherte Unterhose sieht. Darum machen wir Unterhose. Das machen wir doch gerade auch noch im Sandkasten. Ja, Sandkasten könnten wir auch machen, dort hat es fast kein Bodentierchen. Komm, machen wir es gerade im Kompostkübel, dort sind sicher ganz schön verfressen. Das Gegenteil vom Sandkasten, jetzt mega viel Bodentierchen. Dort vergraben wir auch noch eine. Gute Idee. Okay, jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir unsere Bodentiere mal unter dem Mikroskop anschauen. Endlich! Yay! Wir sind jetzt in unserem Küchenlabor. Wir haben ein Mikroskop. Und wir haben, Arin, kannst du mir mal unseren Probekessel geben? Danke. Wir haben eine Probe aus unserem Komposthaufen und die ist voller Leben. Könnt ihr mal ein paar von diesen Tieren rausnehmen? Oh ja. Es hat glaube ich hier so Becher drin, kannst du mal eins nehmen. Da könnt ihr mal ein paar Proben rausnehmen und schauen, was für Tiere wir hier sehen. Genau. Ich sehe jetzt gerade einen Regenbogen drin. Gut, willst du ihn gerade mal drunter tun und schauen? Genau, kannst du mal schauen. Und dann kannst du mal scharf stellen. Schau, ob du einen fetten Rädchen kannst drehen. Der bewegt sich so komisch. Ist das ein Regenwurm? Ja. Muss man machen? Kann man schauen. Ja, sicher. Der wuschelt in der Erde rum. Er wuschelt in der Erde, ja. Okay. Siehst du ihn, Melissa? Was macht er? Ist er Unterhose fressen? Weiß nicht. Wenn wir das mal drunter tun? Ja, Manu, machst du das? Nehmen wir das weg. Oh, yeah. Regenwurm. Siehst du die Asseln? Nein. Die verkrüchen sich immer. Jetzt sehe ich etwas anderes. Es hat so... Ist es ein Springschwanz? Nein, es hat so vorne so Zacken. Ah, sicher. Zeig mal. Ja, so ein Winkel. Da ist ein Krebs vorne drauf. Winkel. Ah, dann ist es ein Assel. Ah, nein. Es ist kein Assel. Es ist wirklich wie ein Krebs. Sind so wie... wie heissen die schon? So wie... Schau mal. Sind es nicht Springschwänze? Nein. Darf ich denn nur wie ein... Oh mein Gott, das ist ja... Wow, das ist ein Bücherskorpion. Hey, ihr seid ja hammermässig. Ich habe seit 10 Jahren kein Bücherskorpion mehr gesehen. Eine Frage, was ist ein Bücherskorpion? Oh, ich habe mir ein Glück. Sieht das hier, Melissa? Ein Skorpion. Es hat zwar keinen Stachelschwanz, aber man sagt auch Skorpion. Wow. Sind die nicht giftig? Ja. Nein, die haben nur 2 Scheren, die fressen Milben. Das sind Räuber im Boden rein. Und wenn die eine Milbe sehen, also die Milbe frisst unsere Unterhose, aber wenn die Milbe gross und fett ist, kommt ein Skorpion und schnappt es und saugt es aus wie eine Spinne. Hey, das ist ja ein mega Glückstreffer.
So, ich glaube, wir haben genug gesehen. Es wäre wieder Zeit, um unsere Unterhosen auszugraben. Papi, aber zwei Monate sind ja noch gar nicht vorbei. Ich weiss, aber ich habe einen Trick auf Lager. Also, wir müssen ja zwei Monate warten, bis wir die Unterhosen wieder ausgraben können. Und darum habe ich mir überlegt, machen wir einen kleinen Trick, einen kleinen Zaubertrick. Wir reisen nämlich jetzt die zwei Monate einfach in die Zukunft. Und wie? Indem wir über unsere Schaufel einkumpeln. Wollen wir das mal probieren, ob das klappt? Okay. Haben wir das mal bei der Hand? Okay, auf drei. Eins, zwei, drei! Da, wo es weich ist, da ist die Unterhose drin. Einfach so vorsichtig wie möglich, dass wir sie noch sehen. Was sieht man noch? Nichts. Das war sie mal. Hä, aber die ist schon. Da sieht man bei, genau, das ist aus Plastik, oder? Das sind vier Masken. Das verraten nicht, das kann man nicht. Das können, wie Mund, Augen, genau. Wow, seht ihr das? Ui. Jetzt suchen wir die Unterhose im Kompost. Da ist der Stecker noch drin, aber du musst vorsichtig dich durchschaffen. Da, ich sehe das Elastik von der Unterhose. Ja, ja. Soll ich sie rausfischen? Mhm. Todesmutig. Da ist sie. Wow, das sind aber fleissig, unsere Bodenorganismen. Ja. Die kannst du jetzt wirklich nicht mehr anlegen, oder? Also, aber nur ein Skelett. Unsere Theorie stimmt. Im Kompost hat es am meisten Bodentiere. Und darum ist die Unterhose auch am verfressendsten, oder? Ha! Okay, letzte Posten. Sandkasten. Wollen wir die mal rausholen? Ja. Ist die echt da? Ja, genau. Melissa hat sie schon gefunden. Jetzt sind wir vorsichtig ausgrabschen. Mal schauen, wie die aussieht. Ja. Oh, oh. Ich würde sagen... Ich glaube, die kann man noch anlegen. Ja. Neue Mode im Migros. Neue Mode im Migros. Ich glaube, da im Sonn hat zu wenig Bodentiere. Zu wenig Bodentiere, genau. Oder gar keine sogar. Ja. Ich glaube, es hat keine, weil wir zu viel gesendelt haben. Weil wir zu viel gesendelt haben, genau. Also, wir haben gelernt. Was haben wir gelernt? Kompost, ganz viel. Normale Erde, schon recht. Ja. Und also so halb Kompost. So halb Kompost, also noch weniger, ja. Und Sandkasten gar nicht. Praktisch keine Verrottung, ja. Weil kein Bodentier. Sehr gut. Also das wäre es mit dieser Folge. Wir wünschen euch viel Spass, wenn ihr eure Unterhosen aufgrabt in eurem Garten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.